Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Arke, liebe Freunde. Gestern haben wir einigermaßen viel Unterwasser-Content gemacht. Leider habe ich ganz zum Schluss meine Tasche mit den ganzen Alpha-Sachen drin verloren. Das müssen wir jetzt alles natürlich wieder besorgen. Das heißt, wir werden jetzt gleich ein bisschen wieder unter Wasser unterwegs sein. Und werden mal gucken, dass wir das ein oder andere Alpha-Vieh gelegt kriegen. Vorher gucke ich mal ganz kurz hier meine Züchtung durch, ob da was bei ist, was irgendwie eine Mutation hat. Wir sind ja mittlerweile, was die Argentavisse angeht, schon echt gut am Vorankommen. Das Ganze würde ich mir auch von den Megatheriums wünschen. Leider ist das aber da nicht so der Fall. Kann aber noch kommen. Okay, dann Essen und Suppen muss ich noch mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf den Weg in die Richtung hier. Gestern habe ich so viele Perlen und alles gehabt. Ey, das war sau ärgerlich, dass ich diese Tasche verloren habe. Muss ich schon ein bisschen sagen. Aber ich denke mal, wir werden schon den ein oder anderen Tuso gleich finden, hoffentlich. Bis jetzt ist hier noch nichts Interessantes gewesen. Oh, Alpha Megalodon. Die Alpha-Suche nur für geilen Stuff oder hast du noch anderen Grund? Ja, du brauchst ja die Materialien, ne, für Bossfights und so. Und da ich ja auch die Bosse je nachdem abfarmen will. Oh, da ist wieder ein Alpha Megalodon. Wer ist er denn hier, der Wirbler? Den kenne ich gar nicht. Da ist ein Basilo. 116. Den werden wir holen. Das geht ja gut los, Leute. Ich habe jetzt nicht gesehen in der Schnelle, ob es ein Männchen oder ein Weibchen war. 116er Weibchen. Okay, die Megalodons noch machen. Muss man eigentlich immer hier den halben Dings clearen? So, bevor der mich jetzt auch noch gleich abfuckt, töte ich den auch noch. Ah, die Werte sind aber nicht so geil. Für ein 116er, egal. Hoffen wir einfach, dass gleich viele Punkte in Leben gehen. Erstmal den ganzen Crap wieder wegschmeißen hier. Und dann krieg ich 57 extra Level. Ja, jetzt geht's schnell. Jetzt kann ich den ruckzuck wieder füttern gleich. Und fertig. So, jetzt wollen wir mal deine Stats gucken. 18 Leben. Ha. So geil haben die sich jetzt auch nicht verteilt, ne? Muss ich mal ehrlicherweise sagen. Ich hätte leider keinen Tuso hier gehabt, ne? Das ist ein bisschen schade. Oh, nice. Level 36. Den habe ich aber relativ easy jetzt weggeklatscht hier. So. Okay, alle Crates sind drinne. Oh, nice. Da ist ein Tuso. Sogar ein Alpha. Level 108er Moser war das. Holy. Ja, der blutet schon. Der müsste gleich irgendwann anfangen, wieder hier abzuhauen. Deswegen hasse ich die. 7000 hat er noch. Kollege, jetzt hau doch nicht die ganze Zeit ab. Lass dich doch mal töten. So. Sehr schön. Was kommt denn hier für eine ganze Familie wieder? Kamera reinmachen, aber warte mal. Ich kann, glaube ich, hier gut mich in Sicherheit bringen. Was ist das denn hier? Das ist die Heavy Cave. Da gehe ich aber noch nicht rein. Hättest du nicht angegriffen, wäre keiner, glaube ich, gekommen und die hätten auch nicht so angegriffen. Aber egal, ist alles gut gelaufen. Dazu sage ich nur, hätte Fahrradkette, mein Lieber. Oh, ein Alpha. Sehr schön, wir haben wieder zwei Alpha-Augen. Viele hier Tentakeln. Also ich sag mal so, wenn man unbedingt Geld will, hat man ja andere Möglichkeiten als Streamer oder Streamerin da was zu machen. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Monte hingehen würde und so einen Submarathon machen würde, da würde der massiv Subs machen. Und selbst wenn er sagt, er macht für einen Sub nur eine Minute länger, fände ich weniger verwerflich oder eigentlich gar nicht verwerflich, weil ich mache ja selber sowas einmal im Jahr, als Casino zu spielen. Weil das ist ja eine Sache, das ist ja von den Leuten freiwillig, ne? Da können die Leute selbst entscheiden, ob sie einen Sub raushauen wollen oder nicht. Hört sich vielleicht dumm an, aber wenn dir 8 Millionen angeboten werden, würden 90% das machen. So, warte mal. Aber wir reden jetzt aber auch von der Situation, wenn mir das angeboten würde, ich hätte eine Reichweite wie einen Trimax oder einen Monte. Ich mache den Stream an und ich habe 30.000 Zuschauer. Ich habe 20.000 Subs jeden Monat. Ja. Ja, würde ich ablehnen. Hätte ich kein Problem mit. Würde ich sofort ablehnen. Du kannst doch, also jetzt mal ohne Witz, mit einer Reichweite von 30.000 Zuschauern, wenn du die standardmäßig hättest,
Digga, weißt du, was du für Möglichkeiten hast? Mir würden auf Anhieb so viele Sachen einfallen. Und in deiner jetzigen Situation brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen, weil kein Casino würde mir 8 Millionen Euro für meine Reichweite zahlen. Digga, also, da musst du realistisch bleiben. Das ist so eine unnötige Frage. Kein Casino wird jemanden mit, weiß ich nicht, 500, 600 Zuschauern 8 Millionen Euro zahlen. Und genauso ist die Aussage, Casino ist auch freiwillig saudumm, Sam Burger. Tut mir leid, aber ich sag das einfach so, wie es ist, ja? Nehm mir das nicht übel, aber das ist ein saudummes Argument. Also generell, auch wenn ich mir vielleicht den ein oder anderen Feind jetzt mache, generell jeder Mensch, der für mich versucht zu argumentieren, warum es in Ordnung ist, Casinos-Livestreams zu machen, in dem Wissen, man hat eine Community, die minderjährig ist, die man dafür sensibilisiert, ist für mich ein saudummer Mensch. Auch wenn ich jetzt den einen oder anderen damit wirklich sehr, sehr vors Schienbein mittrete. Aber wer das versucht, irgendwie zu argumentieren, ist saudumm. Und genauso ist für mich auch jeder saudumm, der einfach den ganzen Streamern jetzt glaubt, die sagen, ja, ich spiele das nur wegen dem Unterhaltungswert. Kein Mensch wird Casino wegen dem Unterhaltungswert nur spielen. Das machen die alle wegen der Kohle. Niemand geht freiwillig hin und investiert sein eigenes Geld ins Casino, der bei klarem Verstand ist. Weil jeder, der bei klarem Verstand ist, weiß, dass du mit dem Casino nicht reich wirst. Wenn das so wäre, würden so viele Menschen mehr Casino spielen. Monte hat damals auch nicht Casino wegen dem Unterhaltungswert gespielt. Der hat das wahrscheinlich gespielt, weil er süchtig danach war. Und sogar wahrscheinlich immer noch ist. Also nach der Sache jetzt mit Finn Kliman, Leute, kann ich euch nur sagen, glaubt nicht einfach jeden Scheiß, der euch erzählt wird. Egal von wem es ist, selbst von mir. Fangt an, die Dinge zu hinterfragen. Also ich sag jetzt einfach mal als Beispiel, wie mein Gedankengang ist, wenn ich jetzt hier so ein Placement angeboten kriege, ne? Ich kann auch verstehen, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ey, ich bin absolut skeptisch, ich glaube G-Time, wenn der 10 Millionen geboten kriegen würde, der würde das safe machen. Aber ich habe hier Zuschauer. Minigun, Dr. Klokopf, Anzinono, Stand, ja, Valk. Das sind alles Stammis von mir, ne? Leute, die seit Jahren meinen Stream supporten. Und wenn ich jetzt Casino zocken würde und irgendwie nach Monaten mich einer von denen anschreibt und sagt, yo, G, ich habe in deinem Stream zugeschaut und hatte mir gedacht, ich gehe auch mal in die Slots rein. Ich habe übelst alles verloren und so, ne? Ich fände es einfach scheiße. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Sage ich ganz offen. Auch wenn das Leute sind, die ich noch nie privat getroffen habe. Die ich nur übers Internet kenne. Aber man muss doch irgendwie, weiß ich nicht, einen Funken Gewissen oder so in sich haben. Ich meine, wenn du jemanden hast, der seit Jahren bei dir Subscriber ist, ne? Dich unterstützt, supportet. Das kann doch nicht an jemanden einfach vorbeigehen, wenn es dem dann plötzlich schlecht geht, wegen dem Handeln, was man betrieben hat. Aber ist natürlich klar, für die Kids ist es natürlich viel cooler, wenn sie da auch jemanden sitzen haben, der auch mal ein paar Regeln bricht, ne? Die Kids, die wollen halt einfach lieber einen geilen Daddy da sitzen haben und nicht einen nerdigen G-Time. Also ich bin ehrlich, wenn ich ein kleiner Streamer wäre und mir 3 Millionen angeboten wird für ein einziges Placement, dann wäre es mir scheißegal. Ja, wenn ihr nur 10 Leute zuschaut, ist das ja auch eine andere Situation. Aber dir wird niemals jemand bei 10 Leuten 3 Millionen Euro anbieten, Digi. Das ist eine komplett unlogische Argumentation. Nehmt es mir nicht übel. Aber wenn du nicht die Kundschaft mitbringst, die die Kaufkraft besitzt, dass das Geld, was du vom Casino bezahlt bekommst, das Casino wieder reinbekommt, dann werden sie kein Placement mit dir machen, Digi. Weil dann würden sie bei jedem Deal, den sie jetzt gerade mit Streamern und anderen Leuten machen, nur Verluste machen. Und irgendwie müssten die ja auch das Geld wieder reinbekommen. Eine Zigarette, die du im Stream rauchst, ist ja eher so eine Nebenbei-Geschichte, ja? Da dreht sich ja nicht dein Stream drum. Wenn du einen Casino-Livestream machst, dann dreht sich der Stream ums Casino. Dann machst du auch aktiv Werbung dafür. Das ist einfach Fakt. So, das ist für mich schon mal persönlich ein ganz, ganz großer und entscheidender Unterschied, ob sich der Stream um diese Sache dreht oder nicht. Und das ist bei Casino halt einfach der Fall. Aber ein jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Das ist so eine dumme Argumentation, King. Bitte hör auf, sowas Dummes zu schreiben. Nein, nicht jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Wenn du ein Streamer bist, der fucking Fortnite 2 Jahre gespielt hat, ja? In dem Wissen, dass du Kinder für deinen Stream
sensibilisiert hast. Das ist halt nun mal so. Wenn du Minecraft, Fortnite oder sonst was spielst, weißt du als Streamer, dass Kinder bei dir zuschauen. Und wenn du dann einfach Casino spielst, dann bist du einfach ein fucking Egoist, dem alles scheißegal ist. Vor allen Dingen, wenn du hingehst und dann sagst, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Weil ein 12-Jähriger, der hat überhaupt gar keine Ahnung, was Casino bedeutet. Der wird dafür sensibilisiert, denkt, wow, mein cooles Vorbild, das spielt da und haut da Geld raus und macht da richtig viel Geld. Ich will auch cool sein. Geht auf diese Seiten, hat da gar keinen Plan von und macht da irgendeine Scheiße. Und wenn du dann so argumentierst, dann bist du einfach nur ein dummer Vollidiot. Mehr nicht. Da kannst du auch tausendmal sagen, ja, die Eltern sind dafür verantwortlich. Nein, du bist einfach scheiße, wenn du so bist. Ganz einfach. Dann bist du einfach genauso dumm. Und dann auch zu argumentieren, ja, ich sehe nicht, dass ich eine Vorbildfunktion habe. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Das ist genauso ein dummes Argument. In dem Moment, wo du irgendwas machst, was an die Öffentlichkeit geht, da wirst du... Der Name sagt es ja schon, wenn du streamst oder YouTube-Videos machst und die öffentlich zur Verfügung stellst, dann tust du ja eine Öffentlichkeit auf dich aufmerksam machen. Da hast du natürlich eine Vorbildfunktion. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass Kinder zu dir aufschauen. Und noch schlimmer sind so Leute wie du, die einfach diesen Bullshit nachlabern, ohne sich vorher da Gedanken drüber zu machen. Das sind genau diese dummen Argumentationen, die von diesen Leuten nämlich kommen. Das Problem sind nicht die Kinder oder die Eltern in dem Moment. Das Problem in dem Moment sind die Content-Creator und Creatorinnen, die nicht mit ihrer Verantwortung umgehen und einfach sauhohl in der Birne sind. Ja, wenn man seine Bankomatkarte nicht an einen Ort legt, wo Kinder rankommen, dann habe ich als Elternteil schon versagt. Das ist genauso dumm. Das ist auch schon wieder ein saudummes Argument, King. Du kannst auch Gratisspiele auf dem Casino machen und es geht darum, dass du ein Kind dafür sensibilisierst. Es geht einfach darum, dass du ein Kind mit 12 Jahren in Berührung mit dem Casino bringst, wo es eigentlich nicht in Berührung kommen sollte mit. Und dass du auf Krampf weiter versuchst, das irgendwie zu rechtfertigen. Tu mir einen Gefallen und hör bitte auf damit. Das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm. Du versuchst irgendwas zu rechtfertigen, was es nicht zu rechtfertigen gibt. Du kannst jetzt auch alles weiter schön gut reden und dir einbilden, dass das alles in Ordnung ist und dass die Leute, die das machen, trotzdem noch ihre Community über alles lieben, aber in dem Moment, wo jemand das so macht und entscheidet, kann ich dir einfach nur sagen, bewusst, dem ist scheißegal, was mit dir ist. Den interessiert das nicht. Der will am Ende nur, dass du am besten irgendwie noch ein bisschen Geld da lässt und er genügend am Ende des Monats verdient. Ganz einfach. In dem Moment, wo du hingehst, wenn du schon 8 Jahre auf dieser Plattform streamst, ja, und Casino-Deals raushaust, ja, mit dem Risiko, dass Zuschauer, die dich seit 8 Jahren supporten, dafür sensibilisiert werden, weil sie denken, oh ja, hier, der gewinnt auch was, ich versuche das jetzt auch mal. Und du einfach in Kauf nimmst, dass du die Zuschauer, die dich seit Jahren unterstützt haben, im schlimmsten Fall damit in den Ruin treibst. Es tut mir leid. Da sind keine moralischen Werte vorhanden, da kannst du mit mir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Dann sind dir deine Zuschauer effektiv scheißegal. Wenn du das Risiko eingehst, dass Leute, die dich jahrelang unterstützen, im schlimmsten Fall daran kaputt gehen, dann interessieren dich deine Zuschauer nicht. Dann sind die dir scheißegal. Vor allen Dingen, wenn du das dann so wegargumentierst, von wegen, ja, jeder ist ja für sich selbst verantwortlich. Dann hast du kein Gewissen. Punkt aus Ende. Und jeder, der Casino streamt, der scheißt auf seine Zuschauer. Dem ist das scheißegal. Den interessiert es nicht, was mit denen ist. Dem geht's wirklich nur darum, am Ende des Monats immer einen guten Stand auf dem Konto zu haben. Und da kannst du jetzt noch so viele Argumente schreiben, wie du willst. Das ist einfach ein Fakt. Okay, Freunde. Wir haben auf jeden Fall in der Folge heute ja einiges erbeutet. Sogar einen richtig guten Teri-Sattel, finde ich. Natürlich überragend geht auch noch und der wird wahrscheinlich dann noch besser sein. Aber vorerst haben wir den erstmal. Dann habe ich jetzt hier so ein bisschen Pelz-Stuff gefunden, was sehr wichtig ist. Weil damit können wir nämlich Unterkühlungsisolierung machen. Brauchen wir ja später für die schwere Snow Cave. Und ansonsten haben wir unsere ganzen Vorräte wieder ein bisschen aufgestockt. Das läuft auf jeden Fall alles. In der nächsten Folge werde ich dann weiter versuchen, Loot Crates zu plündern für noch mehr geilen Stuff. Und da werden wir mal schauen, was da so zustande kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar da. Und ansonsten wisst ihr Bescheid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr von Ark. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.